Herzlich willkommen zur Crazy Show. Heute mit den Crazy Basics. Ich bin Silvi, der Erklärbär, und das ist nochmal meine liebreizende Assistentin, die Elfriede. Damit die nicht ganz so nackig ist, habe ich ihr zumindest ein paar Perlen verpasst. Wir sind ja hier im jugendfreien TV. Crazy Basics heute mit dem Thema, wie vermesse ich mich richtig? Und da das ein bisschen ausladender ist, gibt es heute auch nichts anderes. So, Crazy Basics heute mit, wie vermesse ich mich richtig? Das ist immer ein Thema, was gar nicht so leicht ist. Problem Nummer eins beim Stricken ist immer die Maschenprobe, darüber haben wir ja schon geredet. Darüber habe ich auch ein relativ langes Tutorial gemacht, warum die wichtig ist und warum das wichtig ist, die richtig auszumessen. Problem Nummer zwei ist, wenn die Maschenprobe stimmt, muss ich mich natürlich auch selber richtig ausgemessen haben, weil sonst passt der Pulli hinterher nämlich auch nicht. Das gibt Sachen, da sind die Maße extrem wichtig. Das gibt Sachen, da kann man mit den Maßen relativ gut spielen und ausgleichen. Generell muss ich mich natürlich immer komplett ausmessen. Das heißt, ich muss wissen, wie mein Taillen und wie mein Hüftumfang ist. Und wenn ich da das Maßband zur Rate ziehe, tschak, liegt es natürlich daran, wie ich möchte, dass mein Pulli sitzt. Ja? Also wenn ich möchte, dass der eng sitzt, dann messe ich mich natürlich auch eng. Und wenn ich möchte, dass der weiter sitzt, dann muss ich natürlich hier dem Maßband ein bisschen Spiel lassen, logischerweise. Generell gilt beim Stricken nicht zu eng messen, weil ich kann es zwischendurch, wenn ich Pullis von oben nach unten stricke, immer wieder anprobieren und gucken, ist mir das zu eng, ist mir das zu weit, und dann natürlich dadurch, dass ich entweder Maschen zunehme oder abnehme, das Ganze ausgleichen. Deswegen, weil ich ja meistens, ich persönlich zumindest, meine Pullis von oben nach unten stricke, sind die Maße Hüfte und so weiter relativ zweitrangig. Was natürlich noch interessant ist, wenn ich dem Pulli eine Taillierung eingeben will, dass ich natürlich meine Taille ausmesse. Und dann bitte, Mädels, an der schmalsten Stelle, ja, also wenn ich hier messe, ist es schon die Hüfte und da ist die Taille. Bei manchen sitzt die auch durchaus tiefer. Ich muss halt wirklich gucken, Mensch, wo ist denn jetzt hier meine schmalste Stelle? Und die ist nicht ganz unter der Brust, weil dann haben wir ein Babydoll. Ja, also Taille ist schon immer um den Bauchnabel herum. Irgendwo ist er da in der Gegend mal einen Zentimeter höher, mal einen Zentimeter tiefer. Aber hier in etwa ist die schmalste Stelle. Und auch da gilt, je enger ich das messe, ja, desto enger wird natürlich mein Pulli an der Stelle. Wir wollen ja auch nicht aussehen wie eine Presswurst. Also geben wir dem ein bisschen Spiel, ja, so ein paar Zentimeterchen mehr, dass das hier locker sitzt. Es fällt einfach schöner. Ja, also das ist dann wirklich schicker, als wenn ich das jetzt hier mir ganz eng zurecht messe, damit ich selber zufrieden bin mit dem, was das Maßband anzeigt. Aber darum geht es ja nicht. Wir wollen ja gut sitzende Sachen haben. So. Jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Teil. Das ist nämlich die Schulter- und Armpartie für Pullis. Daran misst sich in der Regel alles. Also wenn ich den jetzt von unten stricke, dann muss ich natürlich hier meine Hüfte messen, klar. Aber wenn ich den von oben nach unten stricke, fange ich immer mit dem Kragen an. Hier. Und dann ergibt sich aus der Weite des Kragens der Rest des Pullis, nämlich die Ärmel und der Weg bis zum Ärmel und so weiter und so weiter. So, und jetzt kann ich natürlich aussuchen, wie mein Kragen denn beschaffen sein soll. Ja, möchte ich einen Rollkragenpullover, der ziemlich eng anliegt, dann messe ich den auch so. Ja? Also ich halte mir mein Maßband hier an, messe das so eng, wie ich den Rolli haben möchte. Guck hier, wo das Ende ist, halte da natürlich fest, dreh um und lese ab. Also Rollkragenpulli sind so 40 bis 45 cm Kragenweite. Wenn ich den jetzt tiefer haben will, dann messe ich den natürlich auch tiefer. Ja, das heißt, ich lege das an, das Maßband, und gucke, wie tief ich den haben will. Ganz wichtig dabei ist, ich kann es jetzt nicht so anlegen und so runterziehen, dann denke ich mir, super, der Ausschnitt landet ja hier. Dem ist aber nicht so, weil der Ausschnitt geht ja nicht komplett so eng um den Hals rum, sondern der liegt ja immer locker. Das seht ihr an meinem Shirt, was ich trage. Das heißt, ich muss den auch, ich drehe mich mal ein bisschen, hier, so legen, dass der hier hinten auch an dem Shirt liegt. Und dann seht ihr, das, was vorher hier unten gepasst hat mit dem Ausschnitt,
sitzt dann auf einmal nämlich hier oben. So, und wenn ich den so tief haben will, muss ich dementsprechend auch so tief messen. Ja, weil nämlich immer die ganze Partie bedacht werden muss und das nicht so eng am Hals hängt wie eine Kette. Deswegen, meine Empfehlung beim Kragen ausmessen ist, schaut euch, nehmt euch irgendein Teil, ein T-Shirt, ein Pulli oder dergleichen, was in etwa die Form hat des Kragens. Da könnt ihr nämlich euer Maßband dann besser anlegen und gucken, dass das nicht hinten überhängt, da, oder dass das halt eben nicht hängt wie eine Kette, sondern dass das hier wirklich auf den Stellen sitzt, wo auch mein Hals ist und mein Ausschnitt von dem Teil, was ich gerade anhabe. Wenn ich das habe, dann macht ihr Folgendes. Wenn wir sagen, wir möchten jetzt hier 64 cm Ausschnitt haben, der in etwa dem entspricht, dann nehmt ihr euch bitte ein Stückchen Papier, Zeitung oder sonstiges und steckt das auf der Länge fest. So. So sieht das dann nämlich aus. Dann nehme ich mir jetzt eine Stecknadel und stecke das da an der Stelle mal zusammen. Ganz wichtig, denn vom Pulli aus, vom Kragen aus wird der Rest gemessen. Ja? Also davon gehen nämlich die Ärmel aus. Und es ist ein Unterschied, ob mein Kragen hier sitzt und ich diese Schulterbreite messe oder ob mein Kragen hier sitzt und ich nur so viel Schulterbreite habe. Das macht eine ganze Menge aus. Also von daher, Kragen ganz wichtig und dann halt auch ausgehend vom Kragen muss ich weiter messen. Das heißt, ich habe mir das jetzt hier festgesteckt. Dann kann ich das bei mir über den Kopf legen. Ich mache das jetzt mal an der Elfriede, dafür ist er ja da. So, legen wir mal hier so ein bisschen flach hin. Dann sieht man es besser. So. So, zack. Einmal dran gepinnt. Und hier einmal dran gepinnt. So. Und das darf weg. So in etwa sieht dann also mein Kragen, Entschuldigung, an mir selber aus. Ja? Und von hier aus fange ich jetzt an zu messen. Wenn ich einen Raglan messe, dann messe ich den vom Kragen ausgehend schräg nach unten, dahin, wo mein Ärmel aufhört, also quasi nach hier. Und dann müsst ihr auch bitte gucken, dass ihr nicht zu steil messt, weil der Raglan, den Winkel des Raglans kann man schon immer selber bestimmen, aber der Standard-Raglan hat einfach einen Winkel von 45 Grad, ja, also das gute alte Geodreieck kennt ihr noch, oben in der Mitte der 90-Grad-Winkel und dann der 45-Grad. Genau das. Hier unten sind es wieder 90 Grad und die Hälfte dadurch sind 45 Grad. Das heißt, ihr müsst wirklich schauen, dass wenn ihr das als Quadrat betrachtet, dass ihr einmal im 45-Grad-Winkel nachmesst. Dann ist nämlich mein Ärmel in dem Fall hier bei 19 cm. Wenn ich den so messe, dann sieht das nämlich schon anders aus. Ja? Oder wenn ich den so messe, dann würde ich ja hier bei 16 ankommen. Ja, also wichtig ist auch, dass der Winkel beim Raglan stimmt. Wenn ich das jetzt mal selber bei mir anhalte, würde ich also hier beim Kragen anfangen zu messen. Ganz wichtig, beim Kragen. Denn der Raglan-Pulli rechnet sich ja nach der Raglan-Länge. Ja? Und das heißt, mein Kragen ist relativ groß. Das sind von oben aus gesehen, das messt ihr am besten vor dem Spiegel, den ich jetzt hier nicht habe. Das sind jetzt bei mir hier auch so 18, 19 cm, die der Raglan haben muss, damit ich nämlich, wie ihr seht, ergibt sich proportional daraus die Breite des Pullis und natürlich auch die Weite des Ärmels. Ja, da kann man dann, wenn man genug Breite hat und so, wieder variieren. Aber wichtig ist eben, dass die Messung stimmt, ja, und beim Raglan eben, dass der Winkel stimmt. Und da wiederum ganz wichtig, dass ihr da anfangt zu messen, wo der Kragen aufhört bzw. anfängt. Wenn ihr nämlich einen engeren Kragen habt, dann wird der Raglan schon weiter. Ja, also das macht ganz, ganz viel Unterschied und auch ganz, ganz viel Maschen und dementsprechend Wollunterschied. So viel zum Raglan. Bei der Rundpasse sieht das ähnlich aus. Jetzt, da wo natürlich auch ganz genau gemessen werden muss, ist bei dem Pulli mit den eingesetzten Ärmeln, wie hier, ja, da muss die Schulter natürlich ganz genau stimmen. So, und das heißt, ich messe auch wieder von meinem Kragen ausgehend bis zur Schulter.
In dem Fall 10 cm. Ja, jetzt werden viele sagen, 10 cm ist aber wenig. Nee, ist es nicht. Weil wenn ich so einen eingesetzten Ärmel habe, der sitzen muss, dann muss ich den wirklich nur hier bis zur Achselhöhle messen. Und auch ausgehend von meinem Kragen. Ja. Und wie ihr seht, kommt das hier mit der Naht von dem Shirt, was ich anhabe, ziemlich genau hin. Mit 10 cm. Ja, die ist nämlich auch hier. Den Rest, der gibt sich aus dem Ärmel und aus den Zunahmen, die ich dann hier später mache. Aber das ist wichtig. Das muss halt wirklich über der Achselhöhle sitzen. Bei den überschnittenen Pullis, da messe ich natürlich bis hier nach außen. Ja, also bis über die Schulterkugel. Auch ganz wichtige Sache. Dann gibt es Pullis, die berechnet sich nach der Gesamtbreite. Wie zum Beispiel die guten Pullis mit den Fledermausärmeln. Da muss ich natürlich meine Arme wirklich ausbreiten. Und nicht hier unten und nicht über dem Kopf, sondern möglichst versuchen, dass ich hier einen rechten Winkel habe und dann mal gucken, abzumessen. Also die Zentimeter, die ich hier überstehen habe, sind jeweils 5. Die kann ich durchaus abziehen. Und dann habe ich da meine Breite bzw. meine Länge. Bei den allseits beliebten Kreisjacken, die momentan so modern sind, gibt es natürlich wieder das Ding, das geht nach Schulterbreite. Und jetzt messen die meisten so. Und Mädels, da kann ich euch sagen, diese Jacke wird euch ewig von den Schultern rutschen, weil das einfach hier drüber sitzt und die nicht hält. Ihr müsst bei der Schulterbreite von den Kreisjacken wirklich nur von Schlüsselbeinknochen, ja, also da und da, zu Schlüsselbeinknochen messen. Beziehungsweise, wenn ich hier mir das angucke, von Achselhöhle zu Achselhöhle, damit der Ärmel, wenn ich den absetze, hier oben drauf liegt. Weil sonst rutscht euch das. Ich habe mal zu dem Zweck eine solche Kreisjacke mitgebracht. Ja, die besteht auch aus 8 Elementen. Ich hoffe, das sieht man gut. Auf der Seite sieht man halt besser, wo ich die Arme abgesetzt habe. Hier. Die sind ja so leicht schräg eingesetzt. Ist auch gut so. Und die sollen von hier nach da laufen, weil die ist mir schon ein bisschen groß geworden. Zeige euch nämlich, was dann passiert. Wie man sieht, sind die Ärmel da, was halt deutlich über meiner Schulterbreite ist. Und wenn ich die nämlich überziehe, dann passiert Folgendes. Ist ganz toll, aber wenn ich hier nicht ewig nachziehe und gucke, dass mir das Ding nicht von der Schulter rutscht, bewege ich mich einmal und zack, ist er weg. Und genau das wollt ihr nicht, weil gerade eine solche Kreisjacke hat am Ende so um die 600, 700, 800 Maschen, je nachdem, wie dick eure Wolle ist. Und wenn man bei der Maschenanzahl die Schulter falsch gemessen hat und das Ding dann hinterher nicht passt, ärgert man sich ewig. Also wirklich von da nach da messen. Ja, dann gibt es natürlich noch zu sagen, mein Maßband wieder aufheben, dass ich bei den eingesetzten Ärmeln dann natürlich auch die Länge vom Ärmel messe. Und zwar von der Schulter, wo der anfängt, bis da, wo der aufhören soll. Als kleiner Hinweis hier, das ist gar nicht so viel. Das ist deutlich weniger als beim Ragladen, wenn man nimmt ja hier unten noch ein paar Maschen zu. Schnappt euch einfach wirklich einen gut sitzenden Pullover oder ein gut sitzendes T-Shirt, was die entsprechende Weite hat, legt das hin und messt das da aus. Zur Sicherheit, nachdem ihr euch selber ausgemessen habt, um zu gucken, ob das sitzt und ob das passt. Ja, ausgleichen kann man immer ein bisschen, aber wenn man sich um 1-2 Zentimeter vermessen hat, dann ist das schon massiv. Ja, und wenn der Ärmel dann hängt, dann macht das auch echt keinen Spaß. Ja, also das ganz, ganz wichtig mit beachten. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Elfriedchen steht hier und guckt mich nicht an. Nee, ich glaube, ich habe jetzt auch alles zum Messen. Was könnten wir noch messen? Kopfumfang natürlich für Mützen. Aber ich glaube, der ist relativ klar. Also von daher, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt machen sollt oder wenn ihr irgendwelche Unklarheiten habt von, wie messe ich meinen Armumfang,
dann einfach ab in die Kommentare oder mich fragen. Ansonsten findet ihr mich bei Facebook und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.